Danke. I think there has to be a logical connection between the music, the audience, and the mise-en-scène. And that seems to be quite a fragile triangle. And you have to create a mise-en-scène that's logical for the music and logical for the story and makes sense for the audience. I wanted to create something that was quite authentic to the period, something that was very seductive. So we looked for a mise-en-scène, we looked for a staging that could use some of those qualities of the 18th century. So we set it in a salon, in the Duchess of Devonshire's salon, with her friends doing it. Because that allows us to embrace certain important things like the coloratura, the entertainment factor, the fact that there are women singing male parts, you know, all of those things we can deal with within the basic concept. But I wanted to create a look to it that was very quite seductive, that was felt like candlelight, in fact. Anthony. Ich habe mich auch riesig gefreut über die Arbeit mit Mart Minkowski, weil ich schon Erfahrungen mit diesem Dirigenten gehabt habe. Und ich behaupte, dass dieser Mann ist ein von besten Dirigenten unserer Zeit. Ein Mann, der nicht nur dirigiert, sondern er ist hochmusikalisch und liebt Sänger. Und Händel braucht das. Die Barockmusik braucht große Musiker, weil es ist manchmal Gefahr, dass eventuell die Musik von Händel kann auch ein bisschen langweilig sein. Von der Figur her, was eigentlich wesentlich ist für die Alcina, und ich entdecke, habe jetzt dieses Mal entdeckt, dass ich eigentlich sehr gerne nicht nur die tiefe Liebe zu Ruggiero ausdrücken möchte, sondern auch das, was Alcina eigentlich ein bisschen unsympathisch macht, dass sie eben halt die Männer
herzaubert, dass sie eine Magie besitzt, die die Männer wirklich gegen ihren Willen auf diese Insel transportiert und die sie dann gefügig macht. Und das ist ja im Grunde genommen ein bisschen unsympathisch, weil sie das ja mit Berechnung tut und aus einem sehr egoistischen Selbstzweck heraus. Und das hat mir schon Freude gemacht, dieses Mal das schon wirklich sehr aktiv durchzudenken und das auch ein bisschen durchzuleben. Nämlich dieser Punkt, dass die Alcina sich sozusagen selbst definiert über ihre Macht und ihre Magie und über ihren Wunsch, die Männer zu besitzen und dann jetzt in der Oper halt speziell den Ruggero. Und in dem Moment, wenn das kippt, ist sie sozusagen nicht mehr sie selbst und verliert wirklich völlig den Boden unter den Füßen und ist eigentlich ein ganz armes Wesen. Erotische Anmut auch auszudrücken oder ausdrücken zu können. Es kann natürlich sein, dass das in früheren Jahren jetzt irgendwie nicht so ganz rüberkam. Ich habe auch jetzt tatsächlich ein bisschen das Augenmerk darauf wirklich gelegt, dass ich das transportieren kann. Natürlich, die Kostüme helfen ungemein und wenn man eben halt so ein wunderschönes barockes Kostüm hat, dann bewegt man sich auch anders, weil man ganz einfach gezwungen ist, durch dieses Mido, durch dieses Korsett eine ganz andere Haltung anzunehmen und auch diese barocke Musik, also von den Armbewegungen und so weiter, inspiriert einen dann schon, sich halt anders zu bewegen, als man es normal halt jetzt in unserer heutigen Welt tut. Und ich finde es einfach ganz toll, dass wir diese Kostüme haben und ich finde es im Grunde genommen auch unerlässlich, dass man diese Kostüme, also dass man diese Hilfe für diese Musik auch braucht. Ich würde sagen, wir sehen ja ganz oft auch zeitgenössische Inszenierungen von barocker Musik, wo dann, was weiß ich, die Damen in kurzen Röckchen dort stehen, so was weiß ich, wie eine Stewardess oder sowas. Das ist natürlich überhaupt nicht, es spiegelt nicht vom Gefühl, vom Kostüm her den Gefühlshaushalt der Musik wider. Oder zumindest nicht vollständig. Es gehört dann sehr viel dazu, das trotzdem deutlich zu machen. Das muss nicht bedeuten, dass die zeitgenössischen Inszenierungen alle schlecht sind oder alle nicht gut sind. Aber ich habe mich diesmal sehr gefreut, dass ich barocke Kostüme tragen kann. It was extraordinary to work with these singers because they are amazing. I mean, they're amazing musicians, but they are also, they have great theatrical sense, really good judgment theatrically, because I've asked them to do some very difficult things, because it seems to me with these arias is that the arias are not monologues, they're dialogues or trios. The only difference is there's only one person singing, but the other person to whom they are singing has to concentrate equally hard. Otherwise, it's dead. It's just like a showing off with your voice. But if they both concentrate, you get this extraordinary chemistry happening, and they're marvelous at it. They're just absolutely marvelous at it. Musikalisch hat Julien Branout ein sehr gutes Arbeit geleistet, der Assistent von Herrn Minkowski. Und ja, es ist eigentlich traumhaft, mit so einem Orchester zu singen. Und
so ein Zusammenhang. Es ist, ja, wunderschön. Ich glaube, die Rolle von Ruggero braucht sehr viel Erfahrung als Sängerin. Das ist eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Rolle. Mit die Rolle verlangt ein sehr großer Umfang Diapason, stimmliche Diapason und mit alten Instrumenten sowieso. Manche Arien sind sehr tief und manche sind sehr hoch. Und dafür braucht man wirklich stimmliche Technik. Und ich glaube, mir hat alle die Jahre bis heute geholfen, wirklich die Erfahrung, was ich hatte, durch Mozart, Rossini, Bellini, alles, was ich gesungen habe. Aber gleichzeitig, mir macht unwahrscheinlich große Freude, das zu singen. Weil mit jeder Arie kann man eine andere Welt entdecken von menschlichen Gefühlen. Und der Ausdruck ist phänomenal bei Händel. Und deswegen mir macht große Freude. Thank you.
ich denke, wir haben alle eigentlich das Gefühl gehabt, das ist fast was Historisches, weil man hat ja in die Staatsoper, Wiener Staatsoper, vor fast 50 Jahren, glaube ich, kein Händel-Oper mehr gemacht. Und ja, es war ein großes Ereignis. Für mich ist die Premiere, das erste Mal hier, und war ein Traum, weil von vielen Jahren ich habe geträumt, hier singen, und ich habe Kollegen gehört, und aber mit Alcina, für mich ist fantastisch. Ich genieße jeden Moment und bin sehr glücklich. Oh, congratulations.